Limbach-Oberfrohna war Teil des internationalen Straßenmusikfestivals. In vier gastronomischen Einrichtungen sowie auf der Stadtparkbühne wurde musiziert. Der Stadtpark hätte am 21. Juni zu einem großen Tanztempel werden können. Die geile Mucke war da, nur das tanzwürdige Publikum fehlte. Viel Platz für die, die sich gern zu elektronischer Musik bewegen. Manche taten das schon in den 90er Jahren. House und Techno, Musik von gestern. Absolut nicht. Also es hat schon seit Corona, kann man sagen, hat sich so ein bisschen die Zeit gewandelt und auch das Musikgenre. Aber Techno und Hausmusik ist einfach unsterblich und man catcht damit immer Leute. Vor allen Dingen muss man auch sagen, wirklich die ältere Generation haben wir sehr oft als Publikum bei uns mit dabei, was uns sehr freut. Aber auch die Jugend heutzutage, die findet, das klingt doof, ne, die Jugend heutzutage, aber auch die Jugend von heute findet immer mehr Zugang zum Rave und zum Techno. Ja. Auf der Stadtparkbühne legten die DJs vom Techno-Stübchen auf. Wir sind eine Crew aus langjährigen Freunden und wir haben alle die gemeinsame Leidenschaft, dass wir die elektronische Musik einfach lieben und leben. Und uns gibt es jetzt schon als Techno-Stübchen seit über 10 Jahren jetzt mittlerweile und wir alle machen einzeln auch verfolgen eine kleine nebenberufliche DJ-Karriere. Im Prinzip gehören noch viel mehr dazu. Ne? Also der große Freundeskreis ist das, was uns eben ausmacht. Da hat jeder so sein Steckenpferd. Wir haben jemanden, der die Anlage mitbringt. Wir haben jemanden, der das Licht mitbringt. Wir haben untereinander die DJs, die die Musik mitbringen. Und das ist alles eine gute Teamarbeit einfach von mehreren Leuten. Normalerweise spielen wir eher in Clubs und auf Festivals oder Open Airs. Und das ist natürlich hier in unserer Region, wenn man da spezifisch sich damit auseinandersetzt und mal guckt, sehr, sehr gut angenommen. Hier ist es jetzt was ganz anderes, weil es offen für alle ist und in Limbach-Oberfrohna auch für uns das allererste Mal, dass wir so eine Bühne jetzt bieten und wir sind gespannt, wie der Abend noch verläuft und wir sind aber sehr zuversichtlich, dass noch ein paar Leute kommen und gute Stimmung hier herrscht. Gute Stimmung herrschte trotz dessen, dass die Besucherzahl nicht so groß war. Eigentlich hätte man mehr Jugend an diesem Ort vermutet. Jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack und das ist ganz verschieden. Wir Menschen sind alle ganz verschieden und das ist ja auch richtig so und das ist auch gut so. Und wie wir finden, ist Hausmusik ein Genre, die einfach verschiedene Charaktere und verschiedene Menschen einfach verbindet und vereint. Vielleicht kann man das Techno-Stübchen mal wieder in Limbach-Oberfrohna erleben. Als Anlass für die Fete la Musique können wir uns das schon gut vorstellen, das jetzt regelmäßig hier aufzumachen. Und je nachdem, wie es sich ergibt und wie es halt auch angenommen wird und wie es gewollt ist, können wir uns das schon vorstellen, auch öfter hier präsent zu sein.